Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Mindknight. Und heute gibt es mal nach Jahren gefühlt wieder einen Terraria-Part. Ja, das mit den Sachen und dem Virus und so ein Kack, das ist dann natürlich auch wieder ein ganz besonderes Thema hier. Und deswegen hatte ich auch ehrlich gesagt jetzt keinen Bock, jetzt nochmal schön YouTube-Videos zu machen, weil ich andere Sachen einfach mal in der Freizeit ziemlich viel gespielt habe, auch währenddessen alles. Auf jeden Fall war ich hier ewig nicht mehr in dieser Welt drin. YouTube LP. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was da so los ist. Ich habe schon die Videos und so mal geguckt. Ach ja, das war ja die Welt. Haha. Wir haben ja jetzt immer noch die Wolke in der Kacke. Und ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Sonst kann ich die auch nochmal ein bisschen leiser. Ich habe ja auch ewig. Okay, ewig auch nicht mehr drin. Alles mal ein bisschen leiser machen. Ich weiß auch gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Also, ich glaube aber, das war die das nächste Ziel, die Wall of Flesh war. Wir haben auch hier diese OP-Muskete und die Wall of Flesh noch nicht, ne? Ne, haben wir noch nicht. Hier waren, warum ist hier eigentlich ein Trank drin? Nicht der Tranktruhe. Ich check das manchmal nicht. Mit Shift, genau. Ja, boah, ich war hier wirklich ewig. Wieso habe ich zwei Forceful und Forceful? Jawohl, das ist jetzt immer der gleiche. Kann ich einmal verkaufen. Bin da. Genau. Also, ich weiß halt gerade gar nichts mehr. Das ist auch so ein Part, den ich jetzt einfach so random aufnehme. Also, wir haben ja das. Das weiß ich noch. Und hier waren ja auch die verschiedenen Leute. Der mochte es alleine im Wald. Der war da. Und hier hinten weiß ich noch, war dieser Pylon. Aber hier, I'm not close enough to. Achso, ja. Gehen wir auch schneller hin. Jetzt können wir auf jeden Fall uns hierhin teleporten. Das funktioniert noch alles wunderbar. Ah, hier noch, was haben wir hier? Diese Sparkly Cloud in der Kacke. Ja, ich mag diesen Scheiß immer noch nicht. Wir haben hier noch Winter. Und hier haben wir nochmal das normale. Ja genau, also den Burger und so, den kann ich nicht platzieren. Gegessen. Oh, ja. Ich habe halt noch diese Tungsten-Eggs. Müssen wir mal eine bessere Eggs machen. Wo haben wir denn hier? Ah. Dämonit. Ja, am besten ja direkt Molten. Ah ja. Obsidian-Hauttränke. Genau dafür. Ich habe ja hier die Fire Blossoms. Wasserflaschen auch. Lost. Irgendwie. Ja. Auf jeden Fall, ja, okay, die Fire Blossoms. Achso, ja, das habe ich hier. Das kann ich ja hier steuern. Aber hier ist auch nochmal Spelunker. Das brauche ich jetzt aber auch gerade nicht so. Dieses sind nochmal Heiltränke, die brauche ich schon. Ich brauche halt jetzt nur noch Obsidian und. Ja, Flaschen. Flaschen kriege ich aus Glas, Glas kriege ich aus Sand. Obsidian kriege ich, wenn ich jetzt hier runterfalle. Habe ich nicht irgendeinen Mount? Achso, ja, ich habe die Biene. Welchen Haken haben wir hier noch? Slime. Shadow Orb haben wir auch. Dieses kleine Imp-Ding haben wir auch. Okay. Ich habe ewig nicht mehr in dieser Welt gespielt. Na, stopp. Kriege ich noch falsche an? Ja, natürlich. Ich habe ja noch keine Flügel. Ah ja, die habe ich auch. Gut. Das ist good to know, weil sonst muss ich mich wieder mit diesen Wolken der Kacke ausgeben. Das Problem ist, hier ist irgendwie gefühlt der kein Obsidian. Da ist Obsidian. Aber das brauche ich dann direkt mal ab hier. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, mache ich das hier auch nochmal. Hier ist eine. Okay. Hier kann ich dann direkt mal das reinleiten. Dann funktioniert das Ganze auch. Okay, jetzt haben wir. So, das können wir jetzt hier aber. Ich habe immer noch nicht voll Leben, mir fehlt dieses eine Kackherz. Okay, ja, kann ich, das weiß ich noch. Das weiß ich noch ganz genau, dass mir dieses eine Kackherz fehlte. Das hier wirklich nicht find. Oh Gott. So. Da kommt eine Assi. Dieses Assi-Viech ist aber jetzt tot. So, ja, mal runter hier. Da geht es noch. Was lagt kurz. So. Oh Gott, ich bin fast gestorben. So. Ja, Hölle.
Da bin ich wieder. Hab dich lange in Ruhe gelassen, aber jetzt langsam habe ich keinen Bock mehr. Ja, hier können wir was haben. Immer guter Loot. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gut erkundet habe oder nicht. Also ich habe ja scheinbar Hellstone. Sonst hätte ich ja nicht die Pickaxe hier. Ich nehme hier nochmal ein bisschen Rand mit. Wie hart habe ich die schon erkundet? Noch gar nicht so krass. Okay, ja, die können wir auch mal umbringen. Boah, Masa ist natürlich sehr stark. Ah, so, ich bin natürlich dezent müde. Einfach weil wir jetzt noch, warte, 10 Uhr haben. Okay, es geht ja noch. Hm. Gerade was für die Schule erledigt. So. Hin. Ich nehme dieses Ganze hier nämlich an einem Wochenende auf. Weil Woche ist halt immer ganz schwierig bei mir zumindest. Da habe ich auch meistens überhaupt keine Lust, da mache ich lieber. Dann spiele ich lieber alleine in der, also nicht alleine, also mit Freunden oder so halt in der Freizeit halt. Verständlich, hoffe ich. hier habe ich auch schon alles gelootet. Cool. So, hier kriege ich auch kein Damage drauf. Ich habe diesen Schlüssel. Ja, den habe ich auf jeden Fall mit. Gut. Es ist sehr stürmisch draußen, aber. Aber das ist ja im Moment überall. So. Ich laufe jetzt einfach mal die Hölle lang. Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt hier noch nicht gelootet habe und wo vielleicht sogar schon. Also überall, wo die Vasen weg sind, denke ich mal, habe ich schon. Ich könnte zum Beispiel auch einfach mal, also hier zum Beispiel ist ja, sind ja noch Vasen da. Ich glaube, dass ich dann hier unten noch nicht war. Also ich, eigentlich mache ich mal alle Vasen kaputt, weil da meistens immer Geld oder auch vielleicht gute Tränke rauskommen. Können ja auch Obsidian-Hauttränke rauskommen. Oder Münzen, Bomben, Fackeln, kann da alles rauskommen. Meistens aber auch, ich hasse diese Wolke in der Kacke. So. So, hier sind auch noch. Hier, guck mal, Healing Potion kommt da auch raus. Habe ich aber scheinbar auch schon gemacht. So ein blöder Assi-Viech-Ekel-Ding. In die Lava wollte ich jetzt nicht springen, würde ich jetzt keine Lust drauf. So. Ach, ey, da schubst der mich ver. Bam. So, weg mit dir. So, so. Nicht abbauen. Ashblock. So, hier habe ich zum Beispiel noch nicht erkundet, denke ich mal. Dass ich dann hier auch noch nichts gelootet habe, was auch sonst keinen Sinn macht. Bedeutet, hier könnte auch noch was sein. Sonst gehe ich gleich mal hoch in die Höhlen und suche vielleicht mal ein letztes Erz. Ach, Pfeile können ja auch rauskommen. Ganz vergessen, die Höllenfeuerpfeile, die man, glaube ich, irgendwie aus Höllenstein oder so baut sonst. Ziemlich praktisch, sonst müsste man die nämlich immer craften, wenn man Bogenspieler ist. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich habe jetzt auch keinen Bogen. Also ich habe schon einen Bogen mit, glaube ich. Den Hellfire Bow. Aber ich benutze ihn halt auch nicht so gerne. Ich bin eher so ein Schusswaffen-Schwert-Spieler. Also ich spiele alles außer Bogen. Deswegen, so. Deswegen nehme ich auch die Pfeile trotzdem mit, einfach nur, da falls ich mal irgendwie so einen MP-Bogen finde, dass ich den dann vielleicht doch spiele. Ich habe meine 50. Höllenfledermaus eliminiert. Dafür den Banner erhalten. Ich schlage die mal durch hier, was ist das? Ja, hier nochmal die ganze Scheiße mitnehmen. Hier ist zum Beispiel jetzt wieder so Dings. Kann ich den durch die Wand treffen? Ich glaube irgendwie nicht, ich treffe ihn gar nicht, ne? Ich kann ihn nicht durch die Wand treffen. Wäre auch, glaube ich, zu OP für den Anfang. So. Ich sag extra für den Anfang. Weil später gibt es eine Waffe, wo man schon durch die Wand sozusagen schießen kann. Die haben wir aber noch nicht. Die kriegt man von dem Endboss, den Moonlord. Falls man da schon mal, ich glaube, jeder hat, falls der Terraria irgendwie juckt, schon mal was von Moonlord gehört. Ich habe das von früher, also Terraria habe ich auf der PS4, auf der PS3 angefangen.
habe dann halt für PS3 angefangen. Da gab es ja nicht den Moonlord, da war das stärkste Schwert die Terrorblade. Und dann halt auf der PS4. Und dann irgendwann auf dem PC, als ich mal einen guten PC hatte, habe ich das dann auch gespielt, hier. Auch mit anderen. Das war sogar noch auf dem anderen PC. Ich hatte auch noch einen anderen. Jetzt nicht in der Zeit jetzt neuen, nein, aber ich meine, das war ein bisschen länger her schon. Das, irgendwann da, wo... Weiß ich nicht, 2018 oder 2017. Weiß nicht, wann ich den hatte, aber... Ja. Handy zum Beispiel habe ich das Spiel noch nie gespielt. Ich glaube aber auch nicht, dass ich das tun werde. Kann ich nicht schlechter aufnehmen. In dieser Welt habe ich auch noch gar nicht weitergemacht, wie man gesehen hat. Ich hatte ja noch alles wie vorher, kann den letzten Part angucken. Und natürlich gerne natürlich auch gleich ein Abo da lassen. Das wäre natürlich einfach das Beste der Welt. Würde mich sehr unterstützen. So, und hier unten ist natürlich auch wieder nichts. Was ist denn das hier für eine Hülle? Ich hasse diese Flasche. Also das ist wirklich mein Hass-Item. Es tut mir leid, dass ich es so oft sage, aber es ist so. Wieso bekomme ich nicht Schneesturm in der Kacke? Oder vielleicht auch den Sandsturm? Nein, ich bekomme das, was ich nicht mag. So, ist hier vielleicht mal eine schöne Kiste? Irgendwie nicht so, ne? Scheint nicht. Was ist das hier unten, ey? Hier geht's ja komplett tief und tausende Vasen und ein Feuer im. Muss natürlich, darf natürlich nicht fehlen. Ich baue mich dann mal hier noch mal so raus. Hier stecken auch manchmal so Pfeile im Boden drin. Kann man raus, also kaputt hauen, aber es bringt eigentlich nichts. Dient wahrscheinlich nur als Detail. So, hoch hier. Herz gönnen. Arschloch umbringen. Raus da. So, Mann, was gibt denn hier keine Chests oder was? So. Gehen wir mal hier zur Nurse, weil ich bin jetzt erlaubt. Mann, was war das? Das war doch scheiße. Hab ich Gold dabei? Ja, 10. Guck mal, wäre ich jetzt gestorben, ne? So, nehmen wir hier was Gold. Haben wir schon mal 59. Ja, hier ist auch so ein Müll drin. Ich habe das gar nicht gesehen. Zum Beispiel jetzt. Die Bienenkönigin haben wir. Brikose haben wir auch schon. Aber was bringt mir die jetzt so? So, genau. Ich hatte ja hier diesen Banner bekommen. Genau, den wollte ich jetzt hier schon mal hinhängen. Ich werde bald hier unten bei dem Lager dann wahrscheinlich... Was ist das jetzt hier? Wie heißt das? Kräuter? Ich nenne es einfach mal Kräuter. Kräuter. Zack. Ist das hier? Gar nichts. Cool. Ganz geil. Ich habe ein paar Tränke. Die Tränke packen wir trotzdem erstmal hier rein. Ich habe einen Mana Regeneration Trank. Das packe ich auch mal zu Tränke. So, Obsidian habe ich. Und ich habe natürlich Müll. Ne, das ist kein Müll. Ich habe sogar noch Hellstone. Lol. So, jetzt kann ich aber trotzdem mal ein bisschen Hellstone noch craften. Perfekt. So, jetzt haben wir 54. Noch Flaschen mache ich aus Sand. Sand ist... hier Sand, da ja, warum mache ich jetzt aber noch nicht, wir haben ja erstmal genug hier. Ich nehme dann hier den Crafting Table und mache mir dann einfach mal hier was habe ich denn hier für noch was? Ach, die geschmolzene Rüstung haben wir ja schon komplett. Ja, moin. Wir nehmen die Molten Axe in die Hand, schmeißen die hier ganz geschwind weg. Das Feuer Großschwert habe ich das schon, glaube aber nicht, ne? Wir haben eh genug. Komm, machen wir. Das macht 45 Damage, aber es schlägt halt... Alter. Es schlägt halt mega langsam und ist einfach nur massiv groß. Okay. Ja, das nächste Ziel wäre natürlich dann halt die Wand. Jetzt habe ich so eine Maschine eingesammelt. Will doch keiner. Kann ich dann direkt zu Kräuter packen. So. Was gehört noch zu Kräuter? Das gehört zu Kräuter. Das ist einfach ausnahmsweise auch. Stein und so. Okay, die Messer können weg. Das kann auch weg. Diesen Banner, den habe ich auch schon. Ich will auch keine Banner doppelt haben. Das mache ich
Alter, dieser eine. So 32 Hellfire, wir haben schon... 999. Und die schießen... Also der schießt ja sowieso, egal mit welchen... Also die normale Pfeile schießt der... ich glaube, brennende Fledermäuse. Machen wie viel Schaden? Sortiere ich erstmal mit Scheißemitar. 20 pro, also... Ist auf jeden Fall so, fast so schnell wie das. So, dann habe ich hier nochmal die Wall of Flash, aber die mache ich heute wahrscheinlich nicht. Bin mir gar nicht sicher. Ja doch, ich brauche schon vielleicht heute schon mal die Plattform. Wir brauchen auf jeden Fall eine Plattform für den Spacken. Da hole ich jetzt mein ganzes Holz hier her. Und mache daraus Bodenplattforms. Kann dann auch nochmal hier zu den Bäumen gehen und ein paar abfarmen, weil ich jetzt eine bessere Axt haben können. Die ist auf jeden Fall deutlich besser, wie man sieht. Ja, nee, jetzt schon diese ekelhafte Kacke. Ja genau, bevor ich jetzt hier überhaupt was mache, Wand aus Fleisch. Wall of Flesh im Englischen mache ich nicht, bevor ich diese komische Kacke-Korruption hier in irgendeiner Art und Weise eingegrenzt habe. Weil die wird sonst sehr gefährlich, weil die kann halt, ja, die kann halt alles irgendwie zerstören, was zerstört werden kann. Die kann jetzt bis hier hinten irgendwie rüber und kann dann einfach alles kaputt machen. Also ich kann, also jetzt nicht im Sinne von komplett alles zerstören irgendwie so. Ich meine alles so halt verwüsten, eklig machen, die spawnen überall Mobs und... Das will ja gar keiner. Und ich frage mich, das Problem ist halt, ich weiß halt nicht, wo die spawnt. Weil das ist ja hier die normale Corruption. Die war ja schon, lass mich doch mal in Ruhe zeigen. Funktioniert Zombie. Also hier, das ist ja die Corruption, die war ja schon immer da. Aber es gibt hier hinten zum Glück keine, aber es könnte hier noch eine spawnen nach der Wall of Flash. Danach verbreiten sich nämlich Heiliges Land und... hier dieses blöde Corruption-Scheiß. Und. Ja. Das ist halt sehr, sehr blöd. Wenn das halt sich komplett verbreitet. Dann funktionieren nämlich zum Beispiel die Pylonen nicht mehr. Hier ist jetzt Mr. Forest. Das muss ja Forest bleiben. Das hier hinten. Jungle bleibt eigentlich ganz normal Jungle. Und Eis kann. Wenn es. Ja, also wenn es corrupted ist. Das brauche ich hier nicht. Wenn es corrupted ist halt das Problem. Weil dann zählen nämlich die Plonen nicht mehr. Und dann müssen wir leider mit Teleportern arbeiten. Mit Teleportern arbeiten ist ziemlich, ziemlich anstrengend. Mit ganzen Kabeln und so Scheiß. Und die Mechanikerin lebt aber. Aber wir brauchen noch Steampunk. Und den kommt erst nach, ja. Und dann können wir auch nicht mehr zu unseren, Typen. Dann müssen wir nämlich da hinlaufen. Und hinlaufen ist immer anstrengend. Und dauert immer länger. So, dann würde ich aber trotzdem jetzt erstmal schon mal in die Hell gehen. Und jetzt einfach mal runterfallen lassen. Ja genau, die Voodoo-Puppe habe ich schon mal vorgehabt. Die hatte ich ja, glaube ich, schon davor mitgenommen. Achievements. Ja, da hatte ich auch noch ein paar, die ich unlock. Dungeons large Mystery Chests with a Special Key. Das kommt später. Piratenversion und so. Drags, das kommt etwas später. Jetzt habe ich das Spiel angehalten. Ich bin gerade aus Versehen auf das hier gekommen. Dann mache ich nämlich das hier. So. Ich bin gerade auf die Windows-Taste gekommen. So. Oh, stopp! Ich hau auf meine Tastatur rauf. Weil ich komplett. So. Ah! Ich würde mal sagen, fangen wir. Wie? Nein, nicht da. So. Da wollte ich anfangen. Da wollte ich anfangen. So. Ja, da würde ich sagen, baue ich kurz diese Plattform hin. Und, Alter, das ist nervig. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich fertig bin, wieder. So, aber ich mache das weiter. Mal kurz machen hier, aber wir sehen uns dann gleich wieder. Mann! Oh, kleiner Zwischenstand. Ich habe ziemlich wenig HP. Gut, ich habe wieder voll. Einfach nur wegen diesem verknackten Mobs da unten. Das war sehr schlimm. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe immer noch 212, weil ich einfach gar nicht so viel machen konnte. Ich habe hier
Mal gucken, was ich bin. Das Stückchen habe ich geschafft hier. Krass, ne? Ist nämlich fast gar nichts. Ja, und das habe ich in einer Minute oder zwei. Und dann kommen dann Mobs und Mopsies. Ja. Keine Ahnung, wie Mobs halt. Okay, dann fahre ich jetzt hier da runter. Und dann baue ich einfach mal weiter. Fertig. So, ich habe jetzt alles hier fertig gemacht. Also die geht jetzt circa so lang. Das waren jetzt alle, die ich herstellen habe. Ich kriege eine Nachricht. Hey. Ja, toll. Und ich habe hier das jetzt fertiggestellt. Ich wollte jetzt nochmal schnell in irgendeine Höhle gehen. Ganz einfach. Und das wollte ich jetzt schnell noch machen, bevor ich jetzt den Part erstmal beende. Dann gehe ich mal hier vielleicht hoch. Ist hier vielleicht so eine Feuerblossung? Kann ich die mitnehmen? Ja, die kann ich mitnehmen. So, der Wind stößt wieder. Wenn das ein bisschen rauscht, vielleicht im Hintergrund. Das kann auch daran, ich weiß nicht, ob es im Mikrofon liegt, aber meistens liegt es daran, also nicht meistens, sondern manchmal liegt es auch daran, dass es der Wind ist, der hier sehr böse ist. So, hier ist auf jeden Fall so eine Bahn. Und das heißt ja schon mal was, dass hier Höhle ist. Hier ist sogar so ein komischer Baum. Ja, da oben ist eine Kiste. Ich höre eklige Geräusche. Ich glaube, ich bin hier in der Höhle. Cloud in a Bottle. Mein Lieblingskack. Ich nehme es mit und verkaufe es. Ich nehme die Truhe gerne mit. Ich glaube, die Truhe finde ich besser als das, was da drin war. So. Hier ist ein... Was ist das? Lost Girl. Kann ich das umbringen? Ja! Lymph. Hilfe, was ist das? Ah! Was macht das? Aua! Hör auf! Wo ist sie hin? Da. Dieses Höhlenviech. So, ich will jetzt dieses komische, diese Nymphe umbringen. Was sind die jetzt? Ja. Ich hab irgendwas gedroppt. Metalldetektor. Hä? Okay. Sehr ungewöhnlicher Drop, aber. Kann man natürlich auch mal machen. Was ist das jetzt für eine Musik? Das ist hier richtig ganz böse. Ach, da links ist Dschungel. Ich sehe es gerade. Ja, da will ich gar nicht hin. Oder soll ich zum Dschungel mal in den Untergrund hier rechts rein? Ich mach mal. Das war wahrscheinlich. Ah, hier ist sogar dieser Spacken. Was verkaufst du denn? Gegengewicht. Also Jules brauche ich jetzt im Moment nicht so gerne, deswegen verkaufst leider nichts, was ich jetzt so krass brauche. So, hier ist auf jeden Fall scheinbar nichts mehr. Ich sehe auf jeden Fall da oben das Dschungel, aber. Na. Das war noch blöd, Dschungelfledermäuse. Ich sehe. Aber ich wollte hier ein bisschen höher einfach mal. Einfach nur für dieses eine Herzkristallchen, was ich da noch will. Und es ist auch wirklich nur noch eins. Und das regt mich halt so auf. So, deswegen wollte ich mich jetzt hier mal kurz reinbauen. Ja, macht das auch schon hier an vielleicht, so. Einmal hier rein. So, jetzt kann ich mich nicht mehr dauerhaft hier meinen Haken spammen. Mein Haken habe ich auf der unteren Maustaste übrigens, falls sie ihn dann juckt, aber ich glaube nicht. Ach, hier ist ja der Dschungel. Lol. Ich finde das jetzt auch so, dass wenn man hier so lang läuft, dass das dann halt so dynamisch mitwippt. Okay, du bist scheinbar ein Menschenfresser. Du gehst tot. Das... Ich trinke was. Mach das hier weg. Lösch das. Geh dann hier hoch. Hier ist nämlich der Dschungeluntergrund, der ja eigentlich erst für etwas später gedacht ist, aber ist egal, ob man da jetzt schon früher reingeht. Weil man wird eh noch nicht. Also man kann jetzt hier die Dschungelspur natürlich finden. Ja. Hier, oh, was haben wir denn da?
ein Life Crystal eingenommen. Und schon haben wir das letzte, was ich noch irgendwann irgendwie brauchte. Was mich immer abgepackt hat. Und jetzt haben wir es. Kaffee? Okay, Kaffee bekommen. Ich mag zwar keinen Kaffee, aber... Jo, okay. Die haben wir jetzt auch mal fertig gemacht, die Hornisse. Hier ist auf jeden Fall nochmal ganz viele Dschungelspuren. Das ist auch ganz gut. Hier rechts ist noch ein riesiger Raum. Mann, jetzt habe ich hier so eine riesige Höhle gefunden. Und jetzt will ich natürlich... Muss ich gleich noch den Part beenden, weil sonst wird er zu lang. So. Aber in Terraria sind das sowieso längere Parts auf jeden Fall im Gebrauch. Ah, so, hoch damit. So. Perfekto. Ja, hier, oh, Schaden. So. Irgendwie laggt es gerade voll, so, jetzt nicht mehr. Hier ist natürlich jetzt wieder nichts, ist ja logisch, dass da... Das dort ist eine Chest. Doch, doch, da ist eine Chest. Ist eine Chest. Eine Chest ist da. Wovon kriege ich Damage? Ich habe Full HP, was wollt ihr? So. Hier ist eine Chest. Hermsboots drin, die wir nicht brauchen. Toll. Oh, den Kaffee brauche ich jetzt auch nicht. Platin. Nehme ich einfach mal mit in das Dynamit, schmeiße ich kurz hier hin und gehe dann ein bisschen weiter weg, weil das explodet jetzt dolle. Genau, die Kiste wollte ich aber nehmen. Ja, wenn ich es mal schaffe, hier drauf zu landen. Ja. Hermsboots tun wir einfach weg und das. Einfach rein. Okay, hier ist dann ganz böse wieder. Ja, aber wir mal sagen, wir erstmal zurück. So, dann sind wir auch wieder zurück. Ich leere mal kurz mein Inventar hier aus. Hier zum Beispiel bei Kräuter können wir die Fireblossoms reintun. Wir können bei Tränke viele Sachen reintun. Das, das, das hier, das hier. Kurz sortieren. Ich glaube, mein Inventar. So. Gut, so. Und jetzt dieses Cloud-Kackel da. Das kann ich jetzt direkt mal wieder verkaufen. Einfach bei der hier. Fallen Star brauche ich nicht mehr. Diesen Hammer brauche ich nicht mehr. Ich habe vergessen zu sagen, das ist eine Ham-Axt. Also das ist ein Hammer, aber gleichzeitig eine Axt. Das wusste ich aber auch noch nicht. Das habe ich jetzt gerade erst rausgefunden, als ich die unten Dings bearbeitet habe. So, haben wir ein Scribble Hook, okay. Diese Pfeile kann ich jetzt mal kurz nochmal wegmachen. Die Bomben kann ich verkaufen. Ich kann nichts. Nein, den Aquascepter, das war ja dieses Dingen hier, das macht dann nur noch zu wenig Schaden, das können wir auch verkaufen. Aber man hat es auf jeden Fall gesehen, das ist die Hauptsache. So, man sieht jetzt hier, das zum Beispiel macht jetzt hier die Bäume weg, aber es kann auch hier zum Beispiel diesen Boden bearbeiten. Also es kann jetzt auf jeden Fall beides. So, diese Bäume muss ich hier leider lassen für den Spacken, weil sonst wird das hier nicht als Wald gezählt, aber hier hinten müsste es eigentlich wieder möglich sein. So, dann würde ich einfach mal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Das wäre sehr, sehr nett. Und das Wasser da links sieht ziemlich verpackt aus. Egal. Ja, wenn ihr das wollt, dann schreibt in die Kommentare. Da werden noch mehr Folgen kommen, weil im Moment war einfach ganz blöd. Ich hatte auch relativ wenig Lust jetzt noch wegen den blöden Zeiten, jetzt noch Videos zu machen. So, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Mal von Terraria oder vielleicht auch sowas anderes. Und ciao, Leute.